bei Jump Force. Yeah, es sind ja gleich schon mal ein paar andere Leute. So, haben wir eigentlich auch irgendwie so eine Art Menü? Mit Zielen oder sowas? Kampfoptionen, Avatar anpassen, Gegenstände, Kommunikation? Nee. Hm. Oh, was ist denn? Goal. Wie fett ist das denn? Geil. Ja, jetzt ist halt natürlich die Frage. Wo sind wir denn hier? Ne, das sind wir bei den Falschen. Wo war denn nochmal? Hier, Team Alpha. Das ist unser Hauptquartier. Ich habe 2 Punkte erhalten. Keine Sorge, wir haben alle mal klein angefangen, aber du wirst schon bald hart wie Stahl sein. Gibt's denn nichts, was ich tun kann? Wow, das ist ein riesiges Ding. Das macht echt Spaß, mit dem kleinen Ding da rumzuheizen. Was gibt's denn da noch? Kann ich da absteigen? Was? Okay, das sieht auch nicht so aus. Was ist denn unsere Mission gerade? Team Alpha ist die Nummer 1. Aha. Ich habe so keine Ahnung, wo ich eigentlich gerade hinfahre. Unglaublich. Also irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin falsch. Muss auch hier irgendwo wieder rausgehen. Ausgang! Also. Ah, hier. Also die labern mich alle voll mit dem Kampftresen. Also gehe ich zum Kampftresen wieder. Mache ich halt doch nochmal die restlichen Kämpfe auch noch. Halt, falsch rum. Miau. Jeeha! Das ist cool, wenn ich jetzt so jumpen könnte. Baum, baum. Gucken wir schon, welche Events gibt. Nö. Habe ich schon irgendwelche Belohnungen? Yeah! Einfach nur fürs Einloggen. Bin ja geil. Ne, dann machen wir mal ein paar Missionen, würde ich sagen. Kostümjagd, okay. Ruffy, Zorro und natürlich unseren Dude. So. So, gegen Kurapika, Kakashi und den Typen aus JoJo's Bizarre Adventure. Na, wo ist denn mein Kabel? So. Puh. Dann gucken wir doch mal. Die machen wir jetzt platt, würde ich sagen. Oh yeah.
パワー比べをやりたいというわけか。 아와. 요코타미나. 아, 빠밤. 레톡. 나다다. 크라이나. 밤. Und zack. Bam. Komm schon, bam. Nein! Genau dann, wenn ich meins mache. Ich glaub's ja nichts. Nein! Ich verliere es noch, wenn es so geht. Nein! Oh Mann! Bam, bam, bam. Boom! Essa! Oh, es geht ihm richtig. Oh, jetzt bin ich Zorro. Zack. Ja, Mann, schön erwischt. Zack, zack. Zack, zack. Ja, Mann. Oh, zack. Aua. What the? Wohoho. Zorro ist geil. Ja, Zorro gefällt mir, muss ich sagen. Das ist so schnell und hat so mega geile Attacken drauf. Militärunterteil. Okay. Was ist das? Oh. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Mhm. Nein. Nein.
Nee. Ah. Na. Ja, könnte man auch machen. Eigentlich finde ich das schon fast am besten. Machen wir mal so. Da habe ich noch nichts. Git. Ich hasse diese Schuhe mit diesen offenen Zehen. Ah. Ja, machen wir es so, dann sieht das nämlich nicht so offen aus. Ja. Dann sehen wir doch schon wieder ein bisschen anders aus. Wir müssen natürlich auch neben unserer Kampffertigkeit auch auf unser Aussehen achten, denn unser Beauty-Talent ist halt natürlich nochmal exorbitant was anderes. Aber es kann doch jetzt nicht sein, dass ich einfach nur irgendwelche hier Missionen machen muss. Also freie Kämpfe. Ich muss irgendeine Mission haben. Okay, okay. Dann kämpfen wir doch mal hier gegen die Dragon Baller. Sanji. Ich muss Goku wählen oder was? Okay. Sanji und Blackbeard. Goku versus Goku. Sanji versus Piccolo und Blackbeard versus Vegeta. Okay. Da bin ich mal gespannt. Natürlich sind wir für euch bereit. Let's get ready to rumble! Alter. Jetzt hat Sanji. Bam, bam. Hanku Shot. Aua, aua, aua. Alter, 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 alter Piccolo! So, die Arme! Schambe! Nein! Oh shit! Bam! Aua! Alter! Alter, wie kommt er da raus? What the fuck? Ich mach mal eine Mega-Attacke und der kommt, fliegt einfach raus. Bam, bam, bam. Bam! Aber es hat mich, was ist jetzt mit dem los? What the fuck? Oh.
Bam! Und jetzt! Bam, bam, bam! Ja, Mann! Huja! Jetzt liegt Black wie so ein Goku einfach mal. Ja, genau. Komm schon. Ja, Mann. Bam. Aua, 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 aua. Alter. Es gibt so nicht. Bam. Komm schon. Jetzt noch eine Genkin-Dama. Yassa. Mann, ich habe schon gedacht, ey, das könnte jetzt ziemlich bitter werden. Die maximale Anzahl von Anschauungen. Okay. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal noch alle, bis die Level 5er Mission alle weg sind und dann gucken wir mal, dass wir irgendwie weiterkommen. Ja, jetzt kämpfen wir gegen Team Naruto. Boa Hancock und Sabo. Na, da bin ich ja mal gespannt. Also Boa Hancock finde ich ja nicht ganz so geil, muss ich sagen. Stein! Ich meine, sieht geil aus, aber das ist halt auch alles. Und Sabo, ja, ist schon irgendwie ganz cool. So Bam und Feuer und hier und da und Dragon Claw! Ja. Beine. Nette Beine, die Kleine. Yeah! Was? Passiert gar nichts. Nein, ich hab doch zuerst geschossen. Oh Mann. Alter. Huhu. Ja.
Nein, 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 nein. Bam! Vollen Tritt ins Face. Sabo. Nein! So! Einfach hingelaufen. Nein! Bam! Elegant ausgewichen. Nein! Blödes Micro-USB-Kabel. So. Mann. Bitch, get out of the way. Aber ich verstehe immer noch nicht, was jetzt eigentlich unsere Mission ist. Ich kann ja jetzt nicht echt Kampf um Kampf um Kampf da machen. Es kann doch nicht sein, dass das hier die Missionen sind. Vor allem, das sind einfach nur freie Missionen. Naja. Die zwei Kämpfe machen wir jetzt noch und dann gucken wir mal rum, was es denn wirklich zu tun gibt. Dann haben die ganzen Level 5er Missionen da abgeschlossen und dann ist gut. So, jetzt nehmen wir Naruto, Sasuke und... Ja, hier die Mum, nee. Ozuki to see. Gebietswechsel. Was? Triffst du deinen Gegner mit verdammt. J-Fähigkeiten. Rüste J-Fähigkeiten aus, um deinen Avatar stärker zu machen. Du kannst die Stimme der J-Fähigkeiten, die du erhalten hast, im Kommandoraum hören. Drücke RB, wenn du gerade von einem Gegner getroffen wirst, um schnell auszuweichen. Yush, Yaruka. Für dich bin ich immer bereit. Ei, aua, aua. Bam! Aber, den will ich ausweichen sollen? Und jetzt geht's los. Uhuhu. Alle guten Dinge sind zwei. Und zack. Und tschüss, Goku. Zack.
Komm schon, komm schon. Abwehren, abwehren, abwehren. Aua, verdammt. Oh, schön getroffen. Und ab geht's. Ciao Goku. Ciao Leben. Elegant in der Flammenhöhle niedergerungen. Hm. So, jetzt haben wir noch einen Kampf und dann müssen wir mal wirklich gucken, wo es denn eigentlich wirklich weitergeht. Denn das ist nicht die Story-Mode. Was für Folgen nach dem Ansturm? Was sind denn mit der... Oh Mann, oh, das ist alles viel zu schnell. Meinst du Krillin? Ultima... Okay. So, jetzt noch gegen die Strohhüte. Dann nehmen wir jetzt nochmal die Ozuki-Braut, Gaara und natürlich Zane, damit er einfach noch ein bisschen Erfahrungspunkte bekommt. Die Ozuki-Braut ist so eigentlich nicht so geil zum Kämpfen irgendwie. Hm. In dem Beat'em'up. Naja gut, sind wir mal gespannt. Das wird so mein Leitsatz. Sind wir mal gespannt. Nee, das tut ihr nicht. Sanji hat Herzaugen, weil die Ozuki-Tüte dabei ist. Aua, aua. Alter. Alter, ich hab da ausgewichen. Oh. Bam. Bam, bam. Nein! Oh, genau reingelaufen. Nein, 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 nein. Nein! Was? So.
So. Jetzt. Wenn das jetzt nicht klappt, ey. Oh, abwehren. Mit dem Kamehameha gefinisht von Zane. Bitch!